Herzlich willkommen zum dritten Spiel Complexity gegen Virtus Pro. Der Draft ist schon auf dem Weg, die ersten Banzen raus. Ich wollte richtig klug erscheinen und sagen, ich könnte wetten und ich würde wetten, dass auf jeden Fall diesmal Naga gebannt wird. In beiden Spielen sehr viel Impact gehabt und man sieht es, Complexity hat keine Lust darauf. Sie haben den First Pick. Hätten das auch so drehen können, dass sie vielleicht Naga selber picken, aber gibt es anscheinend wichtigere Kandidaten. In diesem Fall den Tusk. Und Virtus Pro wird ziemlich sicher die Queen of Pain nehmen. Das lässt, ließen sich beide Teams nicht durch die Lappen gehen. Haben wir bis jetzt einmal bei Swindle Melons, einmal bei G gesehen. Und auch wenn Virtus Pro das erste Spiel geschmissen hat, die Queen of Pain hat richtig, richtig gut funktioniert. Ich glaube, das wird hier auf jeden Fall zurückkehren. Ja, und das erste Mal Tusk bei Complexity gegen Virtus Pro. 1-1 steht es inzwischen. Und ich habe es im Twitch-Chat eben schon geschrieben. Game of Throws. Beide Teams haben tatsächlich jeweils das Early Game erst gerockt und dann das Spiel weggeschmissen. Im ersten Spiel hat Virtus Pro richtig stark gespielt, dann das Spiel weggeschmissen. Im zweiten Spiel Complexity Gaming mit einem sehr coolen Start, mit ungewöhnlichen Lanes. Den besseren Laning-Entscheidungen und besseren Farm auch dann ins Mid-Game gekommen und dann auch einfach den Gameplan nicht zu Ende gespielt und dann wirklich so wie kopflose Hühner über die Map gelaufen, den Vorteil verschenkt. Jetzt steht es 1-1, jetzt geht es um alles. Das Team, was jetzt verliert, ist raus aus dem International und der Gewinner kommt eine Runde weiter. Und es geht langsam um richtig viel Geld. Von daher, nicht nur die Ehre steht auf dem Spiel, sondern auch eine Menge Geld für beide Teams. Und diesmal ein früher Earthshaker, der hier gepickt wird. Bisschen, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass beide Teams vielleicht doch eher einen Standard-Draft machen. Obwohl, eher vielleicht dann noch bei Complexity. Bei Virtus Pro sieht man nochmal ein bisschen manchmal die ungewöhnlicheren Helden. Bin aber echt gespannt, wie sie das jetzt hier machen. Tja, von Complexity setzen wieder auf die Lina hier. Lina auch in beiden Spielen hier schon gut gesehen. Bin da gespannt. Vielleicht, ob wir einen Techies-Pick sehen von Complexity. Zusammen mit Tusk, bisher recht beliebt. Und jetzt kommen die Bans. Den Darkseer wollen sie nicht nochmal sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Winter Wyvern rausnehmen. Der First Pick würde bei Virtus Pro liegen. Würde mich nicht wundern, wenn Complexity Winter Wyvern bannt. Beide Teams haben im Gegensatz zu vielen anderen Teams bisher im TI Dazzle so gar nicht auf dem Zettel. Nicht gebannt, nicht gepickt. Keine große Priorität auf diesem Helden, was ein bisschen wundert. Beide Teams haben auch schon guten Counter-Push, das ist ebenfalls wichtig. Das würde mir auch jetzt jeweils bei beiden Teams wichtig sein. Sowohl Complexity als auch Virtus Pro haben gezeigt, dass sie Probleme haben, High Ground zu gehen, wenn sie einen Vorteil haben am Anfang und dann danach verspielen. Deswegen wäre es wichtig, es kann gut passieren für beide Teams, dass sie im Early Game oder Mid Game erstmal zurückliegen, das andere Team dann davon abzuhalten, die Rags zu nehmen. Und da ist Earthshaker gut, da ist Queen of Pain gut, auf der anderen Seite Tusk und Lina ebenfalls stark. Ja, und schau an, der Ban von Silencer, der Respect-Ban gegen Illidan. Jetzt sieht man sonst auch nicht den Silencer-Ban. Complexity möchte ich aber nicht nochmal haben. Im letzten Spiel hat ihn das ganz schön die Initiation versaut. Oft wäre jetzt auch gefährlich, wenn sie mit dem Snowball gerade reinrollen. Wenn dann der Silence läuft, ja. Kannst danach nichts machen. Und Bounty Hunter. Auch hier, wenn man sieht, auf wen der Snowball geht, könnte man dann schon proaktiv, könnte man schon vorher mit dem Cold Embrace dagegen wirken. Danach, wenn mehrere im Snowball sitzen, wäre auch dann Winter's Curse richtig stark. Wir haben von beiden Teams Winter Wyvern gesehen. Beide spielen es anscheinend gerne. In beiden Spielen war er auch tatsächlich wichtig.
und würde den Pick auch bei Virtus Pro jetzt sehen. Rubik stattdessen. Ja, den hatten bisher beide Teams auch ignoriert. Ebenfalls sehr vielseitiger Support, Telekinesis, ein schöner Disable und Spellsteel macht die Spiele immer interessant. Complexity lässt sich hier viel Zeit auch mit seinem Pick. Ein bisschen Reserve Time. Würde mich tatsächlich wundern, wenn Winter Wyvern hier gar nicht zum Zug kommt. Weil wir beide Teams gezeigt haben, dass sie ihn schätzen. Ja, Lina würde ich hier auf einer Core-Position vermuten. Obwohl man das auch schön mit Task kombinieren kann. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir Lina hier in der Mitte sehen. Ist tatsächlich auch gar nicht schlecht gegen Queen of Pain. Queen of Pain gegen Lina ist einer der Matchups, die man, ja, die recht ausgeglichen sind. Sonst haben viele Mid-Heroes doch stärkere Probleme mit Queen of Pain. Lina ist zumindest immer gefährlich mit einer Combo. Man kann auch sonst zwischendurch mit Spells farmen und harassen. Von daher sehe ich das als ein gutes Mid-Line-Up an. Eine gute Antwort auch auf die Queen of Pain. Sie überlegt hier sehr genau. Lässt sich hier viel Zeit. Ob sie jetzt vielleicht schon den Safe Lane Helden. Ein Phantom Lancer werden sie wahrscheinlich nicht mehr picken. Da hat auch Virtus Pro mit Earthshake und Queen of Pain gute Möglichkeiten und Undying. Ah, das ist natürlich auch eine gute Kombination mit dem Tusk. Eine schöne Dual Offlane ist da möglich mit den Ice Charts und dazu der Tombstone. Das ist manchmal ziemlich bitter, wenn man dann noch den Snowball hinterherjagt. Frage mich, ob Virtus Pro vielleicht jetzt die Flexibilität der Queen of Pain nutzt und die Quap auf die Safe Lane schickt gegen Tusk und Undying. Ein Matchup, was dann möglicherweise besser ist als viele andere Helden, die sie da hinschicken können. Sie nehmen selber den Phantom Lancer, das ist natürlich auch sehr geschickt. Phantom Lancer kann sowohl dem Snowball ausweichen mit Doppelgänger, kann auch aus den Ice Charts rauskommen, ebenfalls mit Doppelgänger. Sehr guter Pick hier von Virtus Pro, gefällt mir richtig, richtig gut. Das Lineup von Virtus Pro bisher richtig stark, von Complexity ebenfalls gut. Auch ein großes Pick-Off-Potenzial, also da die Möglichkeit, wenn sie ja einen guten Smoke Gank machen, jemanden wirklich schnell auszuschalten. Virtus Pro hat so ein bisschen besser. Sehe ich in der Laning Phase ein bisschen stärker und vor allem auch im Late Game bisher. Und Ember Spirit, der Counter gegen Phantom Lancer. Oh, das wird ein echt interessantes Spiel. Beide Drafts relativ stark bisher. Auch hier wieder verschiedene Varianten. Ember Spirit in der Mitte als Safe Lane Farm. So, Virtus Pro braucht jetzt noch seinen Offlaner. Ich würde sagen, Rubik und Earthshaker sind einfach eine hervorragende, das ist eine richtig starke Kombination. Sollten sie lieber vielleicht noch einen anderen Offlaner nehmen. Wollen wir den Clockwork spielen? Den hat man bei den beiden jetzt noch nicht gesehen. Könnte in dem Spiel auch gut funktionieren. Oder etwas, was eher... Eine Windranger fände ich jetzt auch mal richtig gut. Sie sieht man im TI sehr selten. Windranger würde mir jetzt gefallen von Virtus Pro. Möglichkeit, den Tombstone schnell down zu bekommen. Gute Mobility. Wäre ein schöner Offlane-Hero, den sie hier noch hätten. Guter Disable auch. Ich glaube nicht, dass sie es wirklich nehmen. Fände ich nur schön, weil ich auch gerade in letzter Zeit sehr gerne selber Windranger spiele.
Bo lässt sich jetzt viel Zeit mit dem letzten Pick. Ich weiß nicht, ob DK Phobos auf der Offlane den Shaker spielt, ob das sein Ding ist. Ich würde eher davon ausgehen, dass sie jetzt noch einen anderen Offlaner picken und im Earthshaker entweder in Kombination mit dem Rubick, was sehr stark ist, oder halt auch so zum Roamen, zum Beispiel gegen die Mitte. Weil sowohl Lina als Emmerswild haben auch keine Möglichkeit, da auszuweichen. Und sie probieren die Broodmother. Jetzt mal selber. Ebenfalls ein schöner Pick hier. Tja, und was macht Complexity jetzt hier als letzten? Ihnen fehlt noch. Ja, sehr interessanter Draft, den sie bisher haben. Von daher hängt davon ab, wie sie Lina spielen. Wollen sie Lina als Core spielen oder als Support? Haben wir mal wieder guten Split-Push mit Phantom Lancer und Broodmother. Mal schauen, ob Virtus Pro es besser macht als Complexity im letzten Spiel. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ja, was brauchen sie? Ein Axe und ein Storm. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Zwei Spirits. Ein Sven hätte ich hier noch relativ stark gefunden. Mit dem Cleave, mit dem Stun, was auch gute Synergien mit der Lina hat, mit dem Undying. Tja. Aber sie nehmen den Storm Spirit. Nicht ganz ungefährlich mit dem Shaker, mit Rubick, mit dem Diffusal Blade vom Phantom Lancer. Schauen wir mal. Aber ja, der Draft von Virtus Pro gefällt mir ein bisschen besser. Complexity hat auf jeden Fall das Zeug dazu, die Möglichkeit dagegen zu halten. Und wenn der Storm Spirit ein bisschen snowballt hier, wenn es gut für ihn läuft, haben sie auch durchaus das gute Potenzial. Aber ich muss sagen, der Draft von Virtus Pro gefällt mir besser. Mal schauen, wie sie es dann schlussendlich umsetzen. So, das letzte Spiel in diesem Best of Three. 1-1 steht zwischen Complexity und Virtus Pro. Der Verlierer fliegt raus, der Gewinner kommt weiter. Und Complexity fängt gleich an hier mit einem Ward. Und blockiert da unten erstmal. Sichert sich die Vision. Schneller Blink dahin. DK Phobos geht unten auf die Map, unten auf die Lane. Mal gespannt, ob Complexity da die richtige Antwort hat. Der Last Pick Storm ist natürlich nicht schlecht, aber mir fehlt so ein bisschen die Antwort auf die Broodmother. Bin gespannt, ob sich das rechnen wird bei Complexity. 30 seconds to battle. Oh, da klingelt es kurz an der Tür. Es geht schneller als gedacht. Ich muss noch kurz an die Tür, bin gleich wieder da. Schade, dass ich nicht pausieren kann. The battle begins. Stupendous tribute.
Wegen jedem Scheiß wird auch heutzutage beim TI eine Pause gemacht. Aber wenn es bei mir in der Tür klingelt, natürlich nicht. Naja, noch nichts Wichtiges passiert. So, das Matchup in der Mitte. G gegen Swindle Melons. Queen of Pain gegen den Storm Spirit. Da hat G leichte Vorteile. Muss sagen, Swindle Melons hält sich ja ganz gut. 8-0 für beide. G hat da eigentlich durchaus Business-Potenzial, da Swindle Melons richtig auf den Sack zu gehen. Hier unten Ember Spirit und Lina gegen Bootmother. Ne, wird schon mit den Spells ordentlich harassed. Und oben die richtig schlimme Combo. Undying und Tusk. Yes. Gegen Phantom Lancer und Rubik. Wirklich interessante Lanes, die sie sich hier rausgesucht haben. Und da sieht man schon, das meinte ich halt, das Potenzial Illusion für die Queen of Pain. Den Storm zu harassen am Anfang ist ziemlich stark. Und ähnlich wie bei dem Matchup, das wir schon mal hatten, der Storm mit der schnellen Bottle, während Queen of Pain halt mit dem Null Talisman länger braucht. Aber die Bottle ist jetzt ebenfalls auf dem Weg hier. Ja, da ist sie. Na, den Last Hit doch noch bekommen. Ja, der Rubik muss da mal aufpassen. Da, die Ice Charts getroffen. Ja, aber da hat der Rubik Glück, dass der noch relativ weit weg ist. Ganz coole Waffe am PL da. Gefällt mir. So, Swindle Melons jetzt in der Mitte ein bisschen Unterstützung bekommen von Fly. Immer noch alleine hier. Hat ein ganzes Level Vorteil. Level 5, während Swindle Melons Level 4 ist. Das ist schon ordentlich. Aber da sieht man es langsam doch, den Vorteil. 17-8 für G. 13-0 hat Swindle Melons. Und das macht es dann doch in den... Die 8 Denies machen sich dann bemerkbar. So, der Shaker jetzt ebenfalls mit der Rotation. Könnte sogar von der Seite kommen. Da hat die keine Vision. Wenn FNG hier von der Seite kommt. Ja, das könnte gefährlich werden, bevor er Level 6 ist. Und mit dem Fischer First Blood auf Max Range. Das hat gesessen. Und der Earthshaker sichert unten die Rune für die Queen of Pain. Guter Start für VP. Und wie gesagt, der Draft gefällt mir eh viel, wie wir für VP besser. Complexity, finde ich, wie es aussieht, müssen eigentlich vorne liegen. Die müssen halt Druck machen und aus dem Vorteil heraus spielen. Sonst reißt VP das Spiel hier an sich. Tja, mit dem Doppelgänger. Harassed zwar mit dem Ice Charts, aber da kommt Illidan eigentlich sonst, wenn es wirklich gefährlich wird, leicht raus. Und hier unten, wie läuft es für DK Phobos? Ziemlich gut, muss man sagen. 2000 Net Worth hier. Kriegt seine Last Hits. Ember Spirit ist jetzt nicht so schlecht mit dem Flame Guard gegen die Spider-Dings, aber es läuft soweit ganz gut. Jetzt bekommt hier Cinemans noch ein bisschen Support in der Mitte von The Freak. Aber die Gefahr ist immer noch da, dass FNG hier mit einem Fissure, ne, mit dem Double Damage vor allem, ne, die Right-Clicks tun schon weh. So, wenn sich Swindle Melons einmal zu weit nach vorne wagt. Ja, nicht so viel Mana, das ist das Glück gerade. Die Queen of Pain da nicht so viel Mana hat. Mit vollem Mana wäre es hier richtig gefährlich für Swindle Melons. Aber so hat er ein bisschen Glück. Ja, Queen of Pain deutlich vor dem Storm. Natürlich hängt es auch mit dem Tod zusammen, aber auch mit dem. Einfach mit dem Farm 31-12 statt 20-0. Das ist ein Riesenunterschied inzwischen. So, sie Freak wieder auf dem Weg hier nach oben.
Geistschad. Sperre ihn aus. Und er sichert hier die Rune für G. Lässt es da an der Stelle? Nee, doch nicht. Holt erstmal die Bordschale aus dem Kurier. Füllt sich komplett auf. Dann die Rune aufsammeln. Vielleicht gibt er noch einen Charge an FNG. Wäre ja auch nicht verkehrt. Bisschen Mana für den guten Mann. Nein. So, und jetzt? So. Das könnte jetzt nochmal interessant werden. Wenn er jetzt gerade die Eisschatz benutzt hat. Sonic Wave ready. Den Kill könnten sie sich eigentlich holen an Tusk. Er hat keine Chance, da wegzukommen. Ja. Komm, mach den Go. Aber zieht sich da zurück. Und jetzt zu spät. Langsam. Swindlemans bald wieder zurück in der Mitte. Die Eisschatz treffen nicht mal. Swindlemans möchte lieber ein bisschen die Stacks farmen. So, jetzt. Ja, FNG wartet nur darauf, dass die Freak sich dann nochmal zeigt. Hat aber ein bisschen zu lange gewartet, wie es aussieht. Das Mikro sieht irgendwie ein bisschen komisch. Und da unten haben sie mit dem Sentry Ward BK-Fos. Achso, jetzt. Entschuldigung, das Mikro war richtig entschieden. Ich wundere mich ganz, das sitzt so komisch. So, jetzt sitzt es wieder vernünftig. Okay. Sehr seltsam. Okay, damit dem Sentry Ward den Kill gemacht. Hier oben jetzt die Initiation auf Moon Meander mit Sonic Wave. Der Fischer behindert sie ein kleines bisschen noch, aber sie kriegen den Tombstone down. Und damit 2-1 für Virtus Pro. Swindlemans jetzt mal ein bisschen Möglichkeit in der Mitte zu farmen. Aber der Networth immer noch bei der Queen of Pain. Okay, hier oben die Initiation auf die Freak. Das sieht gefährlich aus. Ja, warum? Um die Rune aufzusammeln. Nochmal kurz gestoppt. Und G macht das genau richtig. Zieht hier so Freak so weit wie möglich zurück. Der möchte sich noch an die Ancients denyen, aber keine Chance. Mit dem Scream of Pain auf Level 4 ist es dann. Reicht es dann. Hier oben schon wieder Initiation auf Moon Meander. Aber das reicht dann schon. Mehr können sie jetzt an der Stelle auch nicht machen. Und DK Phobos. Ja. Sentry dabei? Nein. Und ohne Sentry wird es ein bisschen schwierig hier. Kann er sich eigentlich nicht wirklich nach vorne wagen. Das ist natürlich ganz gut. Der Ember, man sieht es auch am Farm hier, holt dann jetzt ganz schön auf. So, ja, gut, da können sie wenigstens kein Sentry aufstellen. Da ist DK Phobos relativ sicher. Und jetzt mit dem Ulti, Level 8. Da kommt langsam auch dann die Sicherheit und der Farm für den Storm Spirit, der immer noch ein paar, na, die Stacks sind schon weg. Dann sich ein paar Stacks dann demnächst da aufbauen wird und holen wird. Oder auch einfach nur mal ein normales Camp farmt mit Overload und Remnants. Ja, Illidan auch mehr oder weniger Free Farm hier oben. Der Kill hat natürlich auch noch geholfen. Und ein Phantom Lancer mit Free Farm. Na gut. Ember's World mit Free Farm ist der Trade-off. Ich denke, da sind beide Teams einigermaßen zufrieden mit. FNG jetzt hier unten. Level 8 inzwischen auf dem Ember Spirit. Level 6 auch auf der Lina. Also Laguna Blade ist ready. DK Phobos. Muss hier aufpassen. Läuft hier rein, okay. Der, oh, mit dem Fischer. Aber der Remnant schon bereit. Und. Wow. Von G. Den Ulti verhauen. So ein bisschen sehr optimistisch, dass er da kein Remnant irgendwo stehen hat. Oben jetzt der Push. Moon Meander und The Freak. Aber was glaubt The Freak? Manchmal mit wirklich viel HP hier. Und unten haben sie den Kill an der Lina bekommen. Und noch ein Solo-Kill, wie es aussieht. Können wir nochmal reinschauen? Nein, komm nicht mehr. Gerade zu spät geklickt. Und mit dem Remnant gleich wieder zurück. DK Phobos geht hier auf das Orchid. Und ist schon auf dem halben Weg dabei. Lina portet wieder nach unten. Laguna Blade immer noch ready. Und der Sentry steht im Moment noch da.
für ein paar Sekunden. Jetzt könnten sie es noch nutzen. Aber DK Phobos geht klugerweise zurück. Ist hier in Chains zu landen, ist gegen Brutmaster natürlich ein bisschen schwierig. Und da ist der Sentry weg. DK Phobos wird es freuen. Ja, bisschen Harass, aber mit der Flame Guard kriegt er da die Spiderlings eigentlich ganz gut down. 4-1 inzwischen für VP und knapp 1500 Gold Vorteil, dafür genauso viel oder 1000 XP Vorteil für Complexity. Recht ausgeglichenes Spiel bisher. Aber insgesamt finde ich, gerade auf den wichtigen Helden, auf der Queen of Pain, auf der Broodmother läuft ganz gut und ebenfalls recht guter Free Farm für Illidan. Leichte Vorteile, würde ich sagen, für VP an der Stelle, aber nichts, was irgendwie sich schon im Spiel bemerkbar macht. So, der Smoke. Ne, ist ein Invis. Ja, aber mit relativ wenig Mana. Das Windmelons, 800 HP. Kriegt man auch nicht so schnell down, selbst mit einer Combo. Jetzt der Versuch. Rubik baut die auch in die Mitte. Dire Stun. Und Rubik kommt auch nicht schnell genug ran. Immerhin. Den Kurier bekommen. Aber. Das finden wir uns nicht mehr. War ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu früh, der Fischer vielleicht. Ja, wohl. Storm's Build war auch gerade auf dem Rückweg, von daher war es schon die richtige Entscheidung. Aber ein bisschen mehr Zeit hätte das besser klappen können. Mit dem Ring of Aquila und den Stick Charges hat er genug Mana-Regeneration, um hier immer wieder zu pushen und auch ein bisschen Moon Meander zu harassen. Der hat seinen eigenen Stick, geht's fröhlich hin und her. So, der Ward hier von FNG. Ja, man sieht schon, wollen dann genau wissen, wann kann DK Phobos hier pushen, wann muss er mit Widerstand rechnen. Der Ward ist relativ wichtig jetzt. Tusk und Emma's Bild unten, aber keine Detection und können sich mit fehlendem Kurier auch nichts bringen. Wie krass das hier geworden ist, die beiden Observer. Der eine geht bald aus, von daher. Es wirkt halt so ein bisschen, ja, Overkill in der Mitte, aber einer ist eh bald weg. Von daher doch nicht ganz so sehr. So, Fly läuft hier in die Falle rein. Das sieht nicht gut aus. Noch der Spellsteal von Dragonslave besiegelt das Schicksal da. 6-1 für Virtus Pro an der Stelle. Ja, und das habe ich eben gemeint. Das Complexity-Line-Up kann funktionieren, dafür müssen sie aber vorne liegen, meiner Meinung nach. Während das Virtus Pro-Line-Up mir ein bisschen besser gefällt, mehr Möglichkeiten hat. Okay, der Fischer ging daneben. Der Snowball jetzt. Geht aber nicht weit genug. Ja, der Fischer hätte sitzen müssen. Ja, und da aber jetzt VP eher die Vorteile hat, wird Complexity auch mal in die Probleme kommen, dass die Brutmother split pusht, dass der Phantom Lancer split pusht und dass sie eine Roaming Queen of Pain haben. Und der Storm Spirit ist da vom Farm nicht dran, obwohl er ganz schön aufgeholt hat. Und wie Complexity da dagegen halten wird, das ist die Frage. Wie wird Virtus Pro mit diesem Vorsprung umgehen? Weil, ja, wir haben gesehen, beide Teams haben sich sehr schwer getan, aus einem Vorsprung tatsächlich dann auch die Objectives zu machen und irgendwann High Ground zu gehen. Mal gucken, ob es in diesem Spiel wieder so wird. Zu dritt verteidigen sie jetzt hier unten die Base, also die Tower gegen DK Phobos. DK Phobos sollte vielleicht häufiger doch nochmal mit den Spiderlings in den Jungle gehen und die Neutrals farmen. Und zusätzlichen Farm auf diese Weise bereitstellen für sich, besorgen. Hier wieder ein Sentry Ward, muss ein bisschen vorsichtig sein. Zwischen mal nach oben geportet, weil Illidan dann doch hier Druck auf den Tower macht. Und hier ein Smoke Gank von G und dem Rubik.
Hat leider auch nichts gebracht. Und Blutmacher oben den Kill gemacht. Mit dem Silence. Am Task. Da sind wir noch den Fischer. Der hat es auch mitgemacht. Ja, und sie kriegen die Blutmacher hier nicht unter Kontrolle. Sundermelons hier an der Seite, aber auch ohne Detection, nur den Sentry, den sie da haben. Farmen sich noch ein bisschen in den Jungle. Und jetzt hier oben. Queen of Pain und Rubik warten auf einen Fehltritt. Aber jetzt haben sie eigentlich den Weg gerade gesehen. Vor allem müssten sie Moonmeander hier erwischen. Rubik portet sich auch weg. Illidan farmt hier einfach weiter. Unten die Initiation jetzt. Sundermelons gesilenced. Der. Oh, das könnte reichen. Nein, ganz knapp noch rausgekommen. Dafür muss dann der Task jetzt dran glauben. Das hat beinahe gereicht mit dem Silence zusammen. Und zwei Sentries hier unten helfen Komplexe ja auch nicht weiter. 8-1 für Virtus Pro mit dem Double Damage auf der Queen of Pain. Mit DK Phobos fällt dieser Tower auch ziemlich schnell. Und Illidan wird oben nicht wirklich unter Druck gesetzt. Auch sonst immer noch Doppelgänger ready, falls es irgendwie richtig schief läuft. Ja, und jetzt der Tier 2 wird unter Druck bleiben, wenn sie nicht aufpassen. DK Phobos wird hier unten in seinem Netz sitzen. Sie müssen sich jetzt ein bisschen um DK Phobos kümmern. Sobald sie das machen, hat Illidan hier freie Bahn oben, kann selber pushen und farmen. Und G mit der Queen of Pain roamt eh, wie er mag. Tja, sie kriegen es nicht unter Kontrolle. 8-1 inzwischen, Virtus Pro. 5000 Gold-Vorteil, XP-Vorteil inzwischen auch auf Seiten von Virtus Pro. Und ja, G macht sich schon auf dem Weg hier in die Mitte. Sie Freak muss hier ein bisschen aufpassen. Illidan kommt schon von der Seite. Der Shaker sitzt hier aber noch ein bisschen als Rückversicherung. Jetzt haben sie den Dust. Oh, da ist Silence. Das Oils. Ja. Gute Kondition. Da die Initiation. Aber der Fischer stoppt hier die Aggression von Swindlemelons. Das Oils als guter Counter gegen das Silence. Schön drauf reagiert, wie DK Phobos hier spielt. Invis hier oben an Illidan. Und Rubik wartet nur. Vielleicht, wenn Queen of Pain noch dazukommt, der Ulti noch 25 Sekunden auf Cooldown. So lange hält das Invis leider nicht mehr. Sieht hier Moonmeander genau, kann aber alleine auch nichts dagegen machen. Invis läuft auch demnächst aus, deswegen zieht sich Illidan hier auch wieder zurück. Die Mitte, ne? Die wird irgendwann demnächst unter Druck kommen. Ich finde das hier schön. Das spielen sie auch sehr geschickt hier mit FNG, der hier die Blutmacher bewacht, der diesen Push mit unterstützt. Das muss sich hier zurückziehen. Auf allen Lanes eigentlich ist Virtus Pro der Aggressor und spielt das auch wesentlich geschickter. Komplexe Demand nur am Reagieren. Und das ist mit dem Line-Up nicht gut. Das ist nicht das, was man möchte. Man möchte nicht reagieren. Mit einem Task, mit einem Storm Spirit möchte man diejenigen sein, die aggressiv sind, die auf der Jagd sind. Und das klappt im Moment überhaupt nicht. FNG, Invis sitzt hier in der Mitte. Das könnte jetzt interessant werden, wenn Swindlemelons hier engagen möchte. Sehr schön. Echo Slam, genau perfekt getimed vom Shaker. Und auf der anderen Seite macht DK Phobos den Kill an Fly. Das heißt, der untere Tower wird jetzt richtig unter Druck geraten mit den Spiderlings in der Mitte. Fly. Genau, FNG und G so rum. Und oben Illidan hier farmt weiter. Und sobald sie sich jetzt auf den Weg machen, um andere Lanes mit zu verteidigen, wird DK Phobos holt jetzt einfach den Tier 2. VP macht weiter Druck. Komplexity hier nicht schnell genug. Zwei tot. Und der mittlere Tower kommt auch unter Druck. Hier haben sie The Freak erwischt. Der versucht hier wegzulaufen. Illidan lässt ihn aber nicht so leicht wegkommen. Die Lanze ist wieder ready. Snowboard sich hier nochmal weg, versucht dann jetzt wegzuporten. Der Schaden von Illidan müsste aber reichen. Ist tatsächlich auch genug. Moonmeander wollte noch zu Hilfe kommen, wird hier eingesperrt vom, ouch, vom Fischer. Die Spells von der Queen of Pain müssten reichen. Die bekommen seinen Tombstone nicht tot, können sich aber hier erfolgreich zurückziehen. 12-1, was für eine Vorstellung von Virtus Pro. Sehr, sehr dominant. Aber wir erinnern uns an das erste Spiel und wollen deswegen hier Komplexe wieder nicht aufgeben. Aber diesmal hat Virtus Pro ein viel besseres Line-Up.
Eins, was nicht so auf diese Combo aufbaut und nicht so ein bisschen cheesy wirkt, sondern einfach ein stabiles Line-Up, in dem sie das locker gewinnen können. So, DK Phobos. Oh, gerade noch weggekommen. Ja, das ist immer gut, wenn man trotz des Dust noch wegkommt. So, und DK Phobos sollte sich jetzt einfach auf den Weg machen. Virtus Pro jetzt hier mit dem Smoke Gank unten. Aber keiner traut sich in die Lane. Ja, Dark DK Phobos sollte sich jetzt auf die andere Lane begeben, auf die obere. Da stehen noch alle Tower. Kann da richtig Druck machen. Hat auch. Ja. 4 Netze auf Cooldown, kann also sofort loslegen eigentlich und kann dann die Tower nacheinander holen, während das Rest des Teams dann Druck macht. Roman geht, den Farm unterbindet. Mal schauen, ob es wirklich dazu kommt. Das werden sie nicht mehr throwen, da bin ich relativ sicher. Das Lineup ist zu gut diesmal, als dass Virtus Throw das noch wegschmeißt. Ich frage mich nur ein bisschen, warum sie DK Phobos nicht jetzt einfach schneller hier einsetzen. Das ist so ein bisschen das, so könnten sie noch ein bisschen mehr Druck machen auf der Map. Den gegnerischen Jungle komplett einnehmen, mit einem Jam die ganzen Wards von Complexity wegnehmen. Sie haben den Geldvorteil, das kostet sie nichts, das können sie sich leisten. Aber schauen wir mal, jetzt wäre die Phase, genau, sie haben einen Vorteil. Obsidian Initiation auf Illidan, Light Strike Array. Gerade noch verpasst mit dem Doppelgänger und Broodmother killt hier unten den Ember Spirit. Das ist natürlich bitter. Direkt vor der Base. Das tut weh. Oben den Tower verlieren sie auch noch. Und jetzt wäre die Phase. 12.000 Gold Vorteil. 6.000 XP Vorteil. Fast alle Tower down. Und jetzt wäre eigentlich der Vorteil, wo dann Virtus Pro sagt, so, hä? Was macht man hier eigentlich? Und anfängt das Spiel zu throwen. Aber ich glaube, wie gesagt, diesmal wird es nicht so weit kommen. Und stattdessen, okay, statt dem Split-Push macht DK Phobos hier direkt Druck auf die Base. Natürlich auch eine Möglichkeit hier, ja, Space Create sozusagen, Platz zu schaffen. Dadurch, dass sie die Base nicht verlassen können, mindestens ein, zwei Helden hier gerade brauchen. Ganz schön gefährlich, zwischendurch Items wegzulegen. Okay, und Swindlemelons rettet sich gerade noch mit dem Ult. Das Ult hat sich schon so bezahlt gemacht, aber wieder Echo Slam von FNG. Setzt, das ist schon zum zweiten Mal erfolgreich ein, um den Kill nach dem Ult zu machen. Und hier G mit dem BKB macht den Kill noch an The Freak und TP draus. Was für eine Demonstration hier von Virtus Pro, die hier Complexity ja, komplett auseinandernehmen. Inzwischen der Tier 3 Tower fast down. Virtus Pro wird sich jetzt hier auf den Weg in die Mitte machen. Mich wundert es ein bisschen noch, warum sie immer noch keinen Jam haben. Und gerade gegen die Spells. Sollten vielleicht ein bisschen schauen, wie sie am besten gegen ankommen. Vielleicht doch noch mit einer Pipe, nach einer Pipe schauen. Aber diese Kombination hier unten. DK Phobos und FNG funktioniert gerade so gut. Freut mich übrigens, dass das Spiel relativ schnell geht. Als vorhin geklingelt hat, das war übrigens der Pizzabote, der mir mein Essen gebracht hat. Was langsam kalt wird. Wäre Virtus Pro sehr verbunden, wenn sie es einfach jetzt mal schnell beenden und ich meine Pizza essen kann. Schauen sie mal, ob sie mir den Gefallen tun oder ob wir so ein 50-Minuten-Spiel kriegen, weil sie es nicht schaffen, High Ground zu gehen. Aber ich glaube, ja, diesmal schaffen sie es auch. Sie haben realisiert, auch wie der Split-Push funktioniert. Das hat Complexity im letzten Spiel mit der Broodmother nicht geschafft. Haben sich schon gefragt, was machen sie mit der Broodmother? Und da ist der Tier 3 Tower down. Sie kämpfen in der Mitte, schaffen den Kill auf der Queen of Pain. Aber verlieren ihren Tier 3 Tower währenddessen. Und das ist die Gefahr. Das spielt da Virtus Pro genau richtig. Ist natürlich schon bitter, die Queen of Pain zu verlieren. 867 Gold geht an Fly. Aber DK Phobos lässt sie dafür bezahlen. Und der ersten Schaden schon in der Range Rex. Illidan inzwischen mit seinem fertigen Diffusal Blade. Der Tower ist so gut wie down. Sollten sie sich eigentlich schon noch holen eben. Zumindest Illidan vielleicht mit ein paar Illusions, mit einem Doppelgänger ein paar Illusions erschaffen und sich den schnell holen. Wird Complexity den selber denyen hier. Wollen sie ihn noch ein bisschen behalten. Unten jetzt Initiation hier auf DK Phobos.
Der hat inzwischen aber ein BKB. Und Swindon Melons muss hier aufpassen. Das Mana reicht gerade noch aus, um wegzukommen. Und dann berührt ihn gerade noch. Setzt ein bisschen das Parfing kurz außer Kraft. Aber keine Gefahr da wirklich. Und FNG wieder dabei mit dem Fischer, um DK Phobos da zu retten. So, der Tower. Den wollen sie noch haben. Die Vision ist ihnen im Moment noch wichtig. So, und DK Phobos wartet nur zu den Melons hier mit dem Smoke und dem Sentry. Die wollen hier in die Falle locken. Aber jetzt fängt der Split Push richtig an. Illidan oben mit den Illusions. Unten DK Phobos. Und in der Mitte wird jetzt hoffentlich der Rest des Teams dann auch pushen. Mit G. Ja. Und Complexity, die kommen gar nicht mehr raus aus der Base. Wenn sie dann noch den Gem hätten, könnten sie jegliche Vision von Complexity außerhalb der Base ausschalten. Und damit das verhindern. Aber jetzt denyen sie auch hier den Tower. Was farmt den G hier noch? Will das Aghanims haben. Braucht aber noch ein bisschen. Oder ist es im Kurier? Na, ja, doch, ist im Kurier. DK Phobos unten den Kill am Storm Spirit. Zusammen wieder die Kombination einfach mit dem Fischer. So stark. Und was für ein Fighting-Bild auch. Selbst mit der Vision kriegen sie DK Phobos hier nicht tot. Und der Fischer diesmal nicht nah genug. So, jetzt sollte FNG, G... Ja, das eigene Scepter im Kurier. Und DK Phobos rennt einfach weg. Sie wissen jetzt zum Glück, dass Illidan nicht weiter oben pusht. Die Wards haben es entdeckt. Und da haben sie den Earthshaker bekommen. Da haben sie den Fehler gemacht. Ja, und das ist halt das Problem, dass sie jetzt alle nach unten setzen können. Wenn Illidan hier oben weiter gepusht hätte, dann hätten sie sich nicht so darauf konzentrieren können. Oder zumindest den Tier 3 verloren. Ja. Fängt Virtus Pro jetzt an zu vergessen, was sie hier eigentlich machen. Weil sie haben jetzt hier Aghanim Scepter auf G. Sie haben... Ja, geht Richtung Skadi bei Illidan. Er farmt sich jetzt hier nochmal zwischendurch den Ancient Stack. Aber gleichzeitig geben sie jetzt ein bisschen Raum an Complexity. Und wie in dem anderen Spiel auch, man fragt sich, wo bleibt der Gem? Wo bleibt der Gem, um wirklich Complexity alle Vision außerhalb der Base zu nehmen? Sie könnten es so einfach machen. Gold genug haben sie. 20.000 Goldvorteil, 12.000 XP. Um Himmels Willen, holt doch einen Gem. Warum geben sie so viel Information an Complexity unnötigerweise? Sie könnten jetzt nochmal schön, jetzt wäre eigentlich die richtige Zeit, die Lanes nochmal reinzupushen, die Vision komplett rauszunehmen mit Phantom Lancer und DK Phobos. Hier die Lanes auch zu pushen, sich einen schnellen Roshan zu holen. Das wäre jetzt das nächste Ziel. Okay. G schmeißt hier den Ulti raus. Sie haben ein bisschen die Vision durch den Observer hier gehabt. Und jetzt Initiation hier. Und der Rurik muss da ein bisschen aufpassen. Hat sich aber hier Ball Lightning geklaut und kommt deswegen gut weg. So. So, man sieht ein bisschen, wie es bisschen jetzt das Plateau kommt. Und ja, sie geben Complexity hier den Raum, ein bisschen zu farmen tatsächlich. Illidan müsste überhaupt nicht den eigenen Jungle farmen. Das bringt nicht viel. Sie verlieren Momentum stattdessen. Und anscheinend macht er sich auch wirklich auf zum Roshan. Das ist der richtige Weg hier. Aber oben die Lane lassen sie ein bisschen rauspushen. DK Phobos macht hier weiter Druck. Das ist genau das Richtige. Und endlich holen sie sich den Roshan. Das ist der richtige Weg. Skadi auch fertig. Leider haben sie kein Medaillen. Das wird das mal noch ein bisschen schneller machen. Ja. Complexity komplett in ihrer eigenen Base. Ohne eine Möglichkeit gerade rauszukommen. Ja. Und jetzt. Es dauert ein bisschen. Besonders schnell sind sie nicht. Aber DK Phobos gibt ihnen da genug Zeit. Jetzt der Smoke Gang von Complexity. Sie brauchen halt sehr, sehr lange. Deswegen geben sie die Möglichkeit mit Complexity. Ball Lightning Initiation auf den Rubik, der hier noch wegkommt.
Und der Fischer ist dann, man sieht es manchmal erst ein bisschen verspielt, auf Cinemelons, der sich hier zurückzieht. Und sie müssen sich zurückziehen, weil DK Phobos Stress macht in der Base. Das ist genau das Richtige. Aegis of the Immortal jetzt auf Illidan. Und jetzt pusht einfach. Und zwar nicht an einer Stelle. Ja. Idealerweise pushen sie jetzt oben. Dann ist nämlich der Weg zwischen den beiden Punkten richtig groß. Das heißt, das Geschickteste wäre, oben jetzt, das Aegis hält jetzt 5 Minuten, oben mit allen zu pushen oder vielleicht sogar nur mit Illidan oben zu pushen. DK Phobos bleibt hier unten. Man sieht ja, dass er das hervorragend macht. Er braucht da gar keine Hilfe. Und der Rest pusht in der Mitte. Complexity hätte keine Chance, gegen diesen Split-Push irgendwas zu machen. Stattdessen versuchen sie sich hier im Teamkampf und mit dem Echo Slam und Sonic Wave killen sie hier relativ schnell 2. Allerdings laufen sie damit in Gefahr, selber aufzusterben. Und verlieren hier das Aegis. Immerhin, die ersten Racks gehen jetzt hier an Virtus Pro. Aber sie haben das Aegis ist weg. Und DK Phobos muss hier das BKB anmachen, nur um rauszukommen. So. Wo ist Illidan? Warum ist Illidan hier mit unten? In der Mitte könnte er so schön Split pushen. Wie schwer sich Virtus Pro tut, High Ground zu gehen. Anstatt ihren Split-Push wirklich auszureizen, mit Illidan und mit DK Phobos, holen sie bis jetzt nur die Range-Tracks raus und haben damit ihr Aegis verloren. Das ist eigentlich zu wenig für ein Aegis. Viel zu wenig. Ja, jetzt hier zum Farmen. Weil sie haben jetzt weiter den Vorteil ausgebaut, aber für ein Aegis war das zu wenig. Sie hätten eine komplette Lane holen können. Und wenn sie halt nicht Mitte und unten pushen, ist der Weg für Complexity nicht so nah. Sie können relativ schnell diese kurze Distanz überbrücken, wenn Phantom Lancer hier oben mit dem Aegis pusht, mit Unterstützung des Teams vielleicht noch und DK Phobos unten, dann verlieren sie da viel mehr. Jetzt werden sie hier, wie es aussieht, FNG verlieren. Erstmal die Initiation auf die Queen of Pain. Ja. Und G geht hier down. Man fragt sich, was macht G da? Die machen gerade keinen Split-Push, sondern die laufen ein bisschen durch den Jungle. Sie verlieren jetzt auch FNG hier als nächstes. Sie verlieren ihre Helden völlig sinnlos. Der Split-Push ist viel zu langsam. DK Phobos, Manfight hier gegen Moon Meander und muss sich mit dem BKB wieder nur zurückziehen. Und vielleicht verlieren sie jetzt sogar DK Phobos. Das wäre sehr bitter für Virtus Pro. In der Tat, da der Kill. 1020 Gold für Ember Spirit. Und auf der Jagd nach Illidan jetzt. Das könnte schief gehen. Sie haben hier die Vision. Das ist auch ein bisschen das Problem. Die Observer Ward geben viel zu viel Informationen an Complexity, weil sie mit dem Gem immer nichts dagegen gemacht haben. Und ihre Cores verloren. Bis auf den. Okay. Virtus Pro gibt sich doch noch ein bisschen Mühe, es spannend zu machen. Ja. Man sieht es hier. Ist noch nicht bedeutend. Aber Virtus Pro macht das noch 2-3 Mal. Und dann ist Complexity wieder im Spiel. Warum? Man fragt sich wirklich, warum? Warum kein Gem? Warum kein Split-Push? Sie haben es bis eben, sage ich mal, bis Minute 25, seit deinem Zerfasern, haben sie es perfekt gespielt. Perfekten Split-Push gemacht. Sie haben die Map kontrolliert. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt gegankt. Und jetzt haben sie alle Vorteile der Welt. Sie haben einen riesen Gold-Vorteil. Sie haben einen riesen XP-Vorteil. Sie haben die Möglichkeit, den Split-Push zu machen. Sie hatten Aegis. Sie müssen einfach nur den Split-Push machen. Und sie machen es nicht. Sie machen es einfach nicht. Man weiß es nicht, warum. Und das ist halt wirklich, man sieht die beiden Teams nicht wirklich stark. Stattdessen Illidan jetzt hier, wird alleine erwischt und wird hier wahrscheinlich sterben. Ja, G versucht hier noch ein bisschen was rauszuholen. Der Chase noch hier auf die Linie. Wenn sie jetzt auch noch G auch noch verlieren, dann sehe ich richtig schwarz. Möglicherweise, ja. Oh, gerade noch weggeportet. Das war knapp. Und der einzige Grund, warum Virtus Pro hier noch ein bisschen on top rauskommt, ist, dass sie halt so viel mehr Farm haben. Aber FNG verlieren sie ja auch noch. 3 Helden verloren. Und ein Core dabei, die Queen of Pain gerade so überlebt. Gerade so. Und was war schon wieder? Völlig? Also an Stellen gekämpft, die auch keinen Sinn ergeben. Es war kein Split-Push, es war kein Objective in der Nähe. Es war einfach völlig unkontrolliert da reingelaufen. Und immer noch kein Gem.
Ball-VP, die es hier wirklich spannend machen wollen. Man sieht hier gerade den XP-Graph, wie er immer weiter abknickt. Und ja, wenn Ember Spirit Farm bekommt und vor allem der Storm Spirit. Der Storm Spirit ist so weit hinten, ne? Der hat kein Item, der hat nichts. Hat nichts. Ist ganz hinten beim Net Worth. Hat nichts. Wo ist denn das Oils überhaupt hin? Wo ist denn das Oils? Warum ist das Oils weg? Oder hat er nichts verpasst? Er hat ja zwischendurch ab und zu mal Items abgelegt, um mehr Mana zu bekommen mit dem Soul Ring. Hat er tatsächlich mal sein Oils abgelegt und es verloren? Das würde ich sogar zutrauen. Also beide Teams geben sich hier wirklich Mühe, das Spiel zu verlieren. Wenn er sein Oils irgendwo verloren hat und weggeschmissen, das wäre richtig bitter. Oh mein Gott, deswegen hat er auch so Meeting Network Initiation auf DK Phobos und der Kill. Und wieder DK Phobos und kein Split Push. Alle gammeln sie hier unten rum von Virtus Pro. Jetzt mal die Initiation. Aber noch keiner gestorben. Und der erste Verlust hier. FNG geht down. G versucht nochmal Schaden zu machen. Auf der Jagd jetzt hier. Muss ein bisschen aufpassen. Illidan. Weiter auf der Jagd jetzt hier. Und haben sie endlich einen Gem? Nein, natürlich nicht. Ich dachte schon, sie entdecken den Sentry Ward mal. Ja. Wieder zwei Helden verloren, ein Core dabei. Man denkt sich nur, Virtus Pro, what the fuck macht ihr da? Nicht nur spielt ihr Scheiße, meine Pizza wird auch noch kalt. Ihr Deppen. Ich glaube, der ist echt, der muss sein Oils. Der muss, ich hab's nicht gesehen. Vielleicht habt ihr es gesehen. Könnt ihr den Twitch-Chat schreiben. Der muss sein Oils irgendwie weggeschmissen haben. Der muss es halt beiseite gelegt haben, um ein bisschen mehr Mana zu generieren mit dem Soul Ring. Und da muss dann wahrscheinlich DK Phobos abgesammelt haben. Das Oils ist weg. Wahnsinn, was ist in diesem Spiel? Was machen die? Man merkt richtig, wie sie unter diesem Druck hier beide Teams mit dem Druck überhaupt nicht klarkommen. So, jetzt mal der nächste Teamkampf. Illidan hier vorne. Keine Items auf Swindlemelons. Der Hammer. 38 Minuten. Und nichts auf dem Storm Spirit. So, und diesmal haben sie wenigstens mal wieder was geschafft. Der Kill auf Fly hier. Initiation auf Moon Meander. FNG mit dem Stun. Und der Kill am Undying. Das könnte sich jetzt richtig... Das könnte halt das Problem sein von Complexity. Dass sich Virtus Pro hier richtig doof anstellt, aber dass sie so wenig Farm auf Swindlemelons haben, das ist das, was ihnen kosten wird. Ein Storm Spirit, wenn er jetzt ein bisschen gefarmt wäre, jetzt hat er seinen Bloodstone. Wenn das ein bisschen gefarmt wäre. Und haben sie endlich einen Gem? Ich werd bescheuert, sie haben einen Gem. Das hält man ja nicht aus. Aber Split Push haben sie trotzdem keine Lust. Warum auch Split Pushen mit Illidan, mit G? Das könnte viel zu stark sein. DK Phobos nach unten schicken. Auch jetzt, sie könnten einfach ziemlich schnell den Switch machen. Aber stattdessen jetzt, na gut, mit zwei tot, kriegen sie jetzt endlich mal die Lane. Ja, noch steht die Rex. Da die Initiation von FNG. Richtig schön gemacht. Mit dem Echo Slam auch. FNG stirbt zwar jetzt, aber an der Stelle ist schon zu spät. Swindlemelons kommt nochmal raus. Buyback vom Ember Spirit. DK Phobos mit dem Right-Click. Einfach zu stark jetzt hier. Zieht sich hier nochmal zurück. Die Lane haben sie immerhin. Buyback auf der Lina jetzt auch. Moon Meander auf dem Rückzug. Und Swindlemelons muss aufpassen. Gesilenced. Wird jetzt hier ebenfalls sterben. Und die erste Lane ist down. Mann, tut sich hier Virtus Pro schwer. Zwischendurch schon nach 30 Minuten 25.000 Gold Vorteil gehabt. Aber sie tun sich so unglaublich schwer. Unglaublich schwer, High Ground zu gehen. Hammer. Eine Lane haben sie jetzt endlich down, aber wenn sie jetzt weiter sich so schwer tun, da mal High Ground zu gehen. So, jetzt schickt hier mal. Okay, G farmt jetzt hier gerade. DK Phobos entweder einfach unten mal der Druck machen oder oben auf die Lane.
macht den Split-Push. Bitte macht euren fickten Split-Push. Das kann doch nicht so schwer sein. Ihr pickt es doch schon. Ihr draftet schon das richtige Line-Up. Dann spielt das auch so. So. Der Smoke-Gank jetzt von Complexity. Aber wirklich schon gebrochen von DK Focus. Was jetzt Virtus Pro machen muss, einfach bis in die Lanes reinpushen, Roshan holen und Rex holen. So schwer ist es alles nicht. Alles keine Kunst. Der Versuch jetzt Roshan zu machen ist potenziell gefährlich, da die Lanes einfach so weit rausgepusht sind. Es wäre viel geschickter, es zu machen. Aber wie es aussieht, zieht sich Complexity trotzdem zurück. Sie schaffen es jetzt hier immerhin, einen schnellen Roshan zu bekommen. Auch wenn sie es ein bisschen geschickter hätten machen können. So, Illidan macht sich schon bereit, das Aegis aufzusammeln, legt den Ring auf Aquila beiseite. Und jetzt, um Gottes Willen, macht den Split-Push. Meine leckere Pizza, wie ihr im Twitch-Chat richtig erkennt, meine Pizza wird kalt. Ich habe so einen Hunger. Die Pizza wird kalt. Wie geil es jetzt wäre, wenn DK Phobos sich mal nach oben bewegt hätte, da seine Netze aufgebaut und sie zwei Lanes auf einmal bedrohen würden, wäre praktisch der Hammer. Aber wollen wir nicht zu viel erwarten von Virtus Pro. So, mit dem Aegis sollten sie jetzt mal eine Lane schaffen. Wie schnell er halt pushen kann auch, ne? Mit dem Assault Cuirass. Slow Siege hier. Klappt einigermaßen gut. Durch das Skadi auch richtig viel HP auf den Illusions. Wenn jetzt DK Phobos noch auf anderen Lanes Stress machen würde, stattdessen kann Zunimens oben ein bisschen den Tower pushen. Okay, jetzt Initiation mit dem ja, schönen Sonic Wave da von G. Los, BKW, da gehen sie down und das wird das GG gewesen sein. Den Teamkampf hat Complexity nicht überlebt. Die Lanes gehen down. Vier Leute tot. Das ist GG. Man glaubt es kaum, Virtus Pro hat das geschafft. Sie haben sich Mühe gegeben, das noch zu throwen, aber das war unthrowable. Der Vorsprung und der Draft war einfach zu gut. Und Complexity ist damit raus aus dem International. Da kommt GG. Virtus Pro hat sich wirklich Mühe gegeben, das zu throwen. Und gegen ein besseres Team werden sie damit ganz schön auf die Nase bekommen. Gegen bessere Teams, die es mehr ausnutzen, dass Virtus Pro sich so schwer tut. Hier haben sie erstmal geschafft, weiterzukommen. Ja, drei immerhin spannende Spiele. Virtus Pro gegen Complexity. Aber man sieht schon, warum beide Teams in der Lower Bracket sind. Ich kann endlich meine Pizza essen. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Spiel. Bis dann.